Alles fing an, als die Tasse zersprang und dann langsam die Zimmerwand Risse bekam und ich feststellen musste, dass hinter der Zimmerwand einfach nichts mehr kam und dass die Tasse zerbrochen war und dass die Wand wie die Tasse war und dass ich wie die Wand war und dass die Wand zerbrochen war. Wenn selbst die Wände nicht mehr halten können, wohin sollte man dann gehen? Und wenn man den Glauben ans Verstehen verliert, wie sollte man sich verstehen? Wir legen uns hin, wir stellen uns auf und wir reden klug und voller Vernunft. Aber hinter der Wand wartet mal wieder nichts als das nackte Chaos auf uns. Und wir flüchten in die Strukturen unserer Väter oder die Kunst. Und es schreit noch einmal laut ich in uns, bevor es letztendlich verstummt. Wer sagt uns schon, was wir werden und sind? Das ist diese ewige Frage, wohin? Und es bleiben nur Kinderfragen und was die Tage eben so bringen. Wer glaubt schon an Werte und Sinn? Das ist diese ewige Frage, wohin? Und es bleiben nur Kinderfragen und was die Tage eben so bringen. Meine Hand greift nach dir, mein Kopf weiß es leer, dass du eigentlich nicht existierst. Ich wähl deine Nummer, ich hör wie du sprichst. Du sprichst nicht mit mir, wenn du sprichst. Meine Hand greift nach mir, mein Kopf weiß es leer, dass ich nicht existier. Ich wähl meine Nummer, ich hör wie ich spreche. Ich spreche nicht mit mir, meine Hand greift nach dir, mein Kopf weiß es leer, dass du eigentlich nicht existierst. Ich wähl deine Nummer, ich hör wie du sprichst. Du sprichst nicht mit mir, wenn du sprichst. Meine Hand greift nach mir, mein Kopf weiß es leer, dass ich nicht existier. Schau die Scherben an und dann dreh ich mich um und geh. Denn meist kann man sie eh nicht zusammenkleben, weil die wichtigsten Teile fehlen. Und ich geh an der Wand entlang. Ich geh geradeaus, geh bis zur Küchentür. Ich ignoriere alles, was um mich herum passiert. Und ich geh in die Küche, ich geh zum Regal, seh die nächste Tasse und nehm sie mir. Meine Hand greift nach dir, mein Kopf weiß es leer, dass du eigentlich nicht existierst. Ich wähl deine Nummer, ich hör wie du sprichst. Du sprichst nicht mit mir, wenn du sprichst. Meine Hand greift nach mir, mein Kopf weiß es leer, dass ich nicht existier. Ich wähl meine Nummer, ich hör wie ich spreche. Ich spreche nicht mit mir, meine Hand greift nach dir, mein Kopf weiß es leer, dass du eigentlich nicht existierst. Ich wähl deine Nummer, ich hör wie du sprichst. Du sprichst nicht mit mir, wenn du sprichst. Meine Hand greift nach mir, mein Kopf weiß es leer, dass ich nicht existier. Ich wähl meine Nummer, ich hör wie ich spreche. Ich spreche nicht mit mir, meine Hand greift nach mir, mein Kopf weiß es leer, dass ich nicht existier. Ich wähl meine Nummer, ich hör wie ich spreche. Ich spreche nicht mit mir. Alles, was bleibt, wenn sonst nichts bleibt, ist, was die Tage so bringen.